Das ist ja oft etwas, dass ich das Gefühl habe, wenn das Theater nur nach sozusagen nach Schminke riecht oder nach dem, wie man es irgendwie schon seit 50 Jahren im Parkett gewohnt ist, dann schläft man einfach ein. Und ich kenne zu viele Leute, die im Theater schlafen und übrigens auch in Es der ist Oper. ja, es ist noch schlimmer, es riecht nicht nach Theaterschminke, es riecht inzwischen nach Publikumsparfum. Ja? Also ja. Wir haben ja in Europa, wenn wir Glück haben, ja. in Europa sind wir sträflich mit unserer Kultur umgegangen. Wir haben es zu einer bildungsbürgerlichen Einrichtung gemacht. Mhm. Verdi war kein bildungsbürgerlicher Musiker. Der hätte AIDA am Rhein oder meinetwegen auch an der Themse oder irgendwo toll gefunden. Der stand als Revolutionär mit auf den Bühnen. Und was ich mich frage, woher soll diese Erneuerung kommen? Ich finde, Oper ist ein Multimedium. Es wird gesungen, es gibt Bilder, es gibt Text, alle Medien, Künste kommen zusammen. Ja. Wir sehen, dass Kinoregisseure großes Interesse an Opern haben und sie überall auf den Bühnen inszenieren, gerade weil sie, glaube ich, tatsächlich den Schminkgeruch wieder haben wollen. Das ist aber dekadent. Warum? Und es geht auch meistens nie gut, ja, wenn Kinoregisseure auf der Bühne inszenieren. Aber sie sind so erfolgreich, sie machen wirklich die lustigsten Filme in Deutschland. Warum machen sie nicht einfach mal eine Oper? Das würde die Oper retten. Ist das ein Angebot hier oder was? Wenn wir jetzt noch eine Serviette hätten, dann können wir sofort einen Vertrag machen. Ich kann es nicht sagen. Der Handschlag ist da. Das ist ein guter Vorschlag. Und hiermit, Moment, wir müssen leider Georges Delanne wieder verabschieden. Sie haben gesagt, sie hätten noch zu tun. Er hat noch einen Vertrag. Ja, genau. Ich finde es wirklich beeindruckend, hier zu sein. Die Bilder, die wir verfolgt haben, wir haben ja nun nicht alles verfolgt, weil wir ja auch gesprochen haben, fand ich toll. Also ich finde es super, wirklich. Höhepunkte? Kann ich jetzt so nicht sagen, weil wir nicht wirklich dran waren. Welche Rolle hätten Sie gerne gespielt? Das steht gar nicht zur Debatte. Bitte, AIDA. Amneris. Amneris, die Böse, ist ja, spannend. Ja, auch mal. Ja, der Mezzo. Ja, der Mezzo, genau, haben wir vorher drüber diskutiert. Ja. Eindrücke aus der ersten Hälfte, Axel Brückemann? Ja, das ist der grundsätzliche Eindruck. Ich meine, wir haben überall momentan Opern, die zu den Menschen kommen, ob im Public Viewing oder im Kino oder irgendwo. Hier ist die Oper tatsächlich in der Wirklichkeit. Die Oper spielt zwischen Baslern, die hier über die Brücken schlendern. Die Oper von 1872 oder so spielt 2010 und die Menschen singen dort, wo normalerweise gesprochen wird. Die Menschen tragen Kostüme, wo normalerweise keine Kostüme getragen werden. Und die Erkenntnis, die ich jetzt in der Halbzeitpause, wie Sie gesagt haben, habe, ist, dass es unglaublich ist, wie diese falsche Kunstoper sich wunderbar an die Wirklichkeit, an die echte Welt andocken kann. Ja, also die beiden Ebenen verschmelzen. Und da kann heute keiner mehr sagen, Oper gehört nicht mehr in unsere Zeit. Die Oper ist in unsere Zeit. Ecce probatum est. Es ist bewiesen. Das hört Georges Delanne sehr gerne, oder? Ja, natürlich. Das war auch die Grundidee. Und das war auch ein bisschen die Idee vom ganzen Setting her, dass wir natürlich alles benutzen, was da ist. Also dieses Hotel Trois Rois bietet ja schon unglaublich viel. Also ich glaube, man merkt jede Vase, die nicht vom Hotel da drin ist, merkt man einfach. Das ist einfach was anderes. Und wir wollten natürlich die Menschen auch so anziehen, dass sie praktisch in diesem Hotel absteigen können. Und ich war vorhin in der Lobby und da kam ein Mann rein und ich dachte, das ist doch unser Darsteller. Aber es war nicht unser Darsteller. Das ist das Tolle an so einem Hotel, oder? Das ist jeden Tag eine Oper. Ein Luxushotel ist jeden Tag eine Oper. Auch die livrierten Angestellten, das gibt es tatsächlich noch. Die sind fantastisch. Die sind nicht nur für uns jetzt so. Das sind eben keine Kostüme, das ist eben eine ganz andere Qualität. Was haben Sie mitbekommen?